Hallo und herzlich willkommen. Heute will ich euch zeigen, wie ihr aus einem einfachen DIN A4-Blatt und ein bisschen Klebe eine ziemlich gute Halterung, die sehr stabil ist, für euer Smartphone oder iPod Touch oder so ähnliche Geräte ganz einfach selber basteln kann. Ich nehme jetzt mal schon die fertige einmal weg. So. Da habe ich mein DIN A4-Blatt und ein bisschen Klebe. Als erstes müssen wir das DIN A4-Blatt einfach ein einziges Mal in der Mitte falten. So. Jetzt sehen wir hier, hier ist die verschlossene Seite und da ist diese Seite, wo das offen ist. Das mit der verschlossenen machen wir nach unten. So. Jetzt klappen wir die untere Seite nochmal nach oben zur verschlossenen hin, zur geöffneten hin. So. Jetzt haben wir hier unten eine ganz geschlossene und da eine geschlossene und eine geöffnete Lasche. So, die geschlossene kommt wieder nach unten. Und diesmal machen wir so ein Eselsohr in diesen Streifen rein. Von der Seite, wo das geöffnet ist und geschlossen ist, zu der nur geschlossenen Seite. Das knicken wir jetzt auch noch ein bisschen zur anderen Seite. So, einmal festdrücken und wieder zurück, damit das nachher etwas stabiler wird. So, jetzt nehmen wir den ganzen restlichen Streifen, den wir hier haben, und klicken den hier so hin. So, dass das quasi so ein Dreieck ist, wo da halt auch der Balken dann runterhängt. Ich hoffe, das kann man sich so ganz gut vorstellen. Klappen das auch wieder einmal zurück und wieder hin, damit es wieder stabiler wird. So. Jetzt machen wir das wieder so auf, dass wir wieder diesen Streifen der nur geschlossenen und einmal mit der nur geöffneten Seite haben. Also quasi das zum halbierten Blatt wieder zurück. Und jetzt sehen wir hier ja schon, dass wir hier so ein kleines Viereck drin haben. Und wir können ja sehen, dass das hier die Seite ist, die geknickt war. Und in die Seite, wo nicht geknickt worden ist, müssen wir jetzt hindrehen und auf diesen Punkt hier einmal draufdrücken. Dann wird man hier, vielleicht kann man das sehen, dann wird das hier nach oben gehen und quasi hier ist so eine kleine Spannung drin. So. Jetzt nehmen wir diese Spannung, beziehungsweise drehen das Blatt am besten einmal um, ziehen diese beiden Vierecke zusammen, so dass sie sich einfach genau treffen und knicken dann diesen Rest hier wieder zusammen. Möglichst gerade natürlich, damit wir am Ende ein möglichst gutes Ergebnis haben. Hier haben wir dann diesen Rand hier noch überstehen. Ich hoffe, das kann man sehen. Und den knicken wir hier einfach auch nochmal rüber. Dann brauchen wir nur einmal klicken, knicken, weil man das gleich eh wegsteckt. So, jetzt haben wir diese Ecke darüber. Und hier ist noch immer diese Ecke übrig. Die machen wir hier einmal rüber. Das denkt ihr wahrscheinlich, dass ihr jetzt schon zum ersten Einsatz der Klebe kommt, aber nein, hier ist so eine Lasche schon vorhin entstanden, wo wir dann einfach den Überrest der Ecke reinstecken können. So, einmal festknicken. So, jetzt ziehen wir das Blatt hier auseinander. Wir sehen, wir haben hier so eine kleine, ich sag mal, Pyramide, die keine ist. Jetzt können wir hier mal so ein bisschen ausprobieren, wo am besten dieser, ich zeige es nochmal an der fertigen, bis wohin dieser Knick hier gehen soll. Also das bestimmt dann natürlich den Winkel. Wenn ich das jetzt bis hierhin laufen lasse, geht es dann bis dahin und so weiter. So, wenn wir jetzt den Punkt gefunden haben, bis wo wir hinknicken möchten, das ist bei mir jetzt einfach mal hier, dann knicken wir das bis dahin, dass diese Kante bis zu dem Punkt geht. So. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie weit wir das halt noch haben, weil das soll natürlich auch nicht so eine riesen Dreieck hier werden zum Halten. Von daher viertel ich das Ganze nochmal. Einmal so. So. Und so, jetzt sind wir wieder bei der Ausgangsposition. Und dann achtel ich das jetzt nochmal, weil es wirklich sehr groß bei mir ist. So. Es muss jetzt nicht auf den Millimeter genau sein. Es muss nur ungefähr übereinstimmen. So.
So. Und so. Hier bei diesem Punkt, wo der am Ende sein soll, da machen wir jetzt einmal hier so einen kleinen Knick rein. Und aus diesem Überrest machen wir jetzt, ich sag mal, eine Pyramide. Also ich glaube, ihr wisst, was gemeint ist, dass das quasi am Ende so ist. So. Auf der Seite, die an unserem Punkt am Ende ist und unten liegt, da machen wir jetzt Klebe. So. Ruhig ein bisschen mehr, so. Und dann machen wir das hier wieder fest und drücken das jetzt so ein bisschen zusammen, den oberen Streifen, und dabei diesen Rand hier nochmal runter, der dabei entsteht. Das dient alles nur zum Halt. So. Jetzt kann es natürlich noch ein bisschen trocknen, aber das ist an sich schon okay. Wenn ich jetzt mein iPod oder mein Smartphone wieder reinstelle, dann hält das ziemlich gut. Hier sieht man das nochmal im Vergleich. Das ist jetzt relativ gleich geworden. Mal wird der Halter ein bisschen länger, mal ein bisschen kürzer. Das hängt je nachdem ab, wie ihr das gebastelt habt. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder zuschauen würdet. Tschüss.